Guten Tag. Guten Tag, Maria Rose von Deutsche Energiegesellschaft. Spreche mit Herrn Winter. Wie bitte? Spreche ich mit Herrn Peter Winter? Ja, richtig. Wer ist da bitte? Herr Winter. Deutsche Energiegesellschaft, wir hatten ja gestern bei einer Gewinnspiel teilgenommen, gewinner.de. Das war bei dieser App, bei Handy. Ja, genau, richtig. Da hab ich die Punkte gar nicht gekriegt. Was ist da los? Nee, Sie haben ja dort die Frage beantwortet, möchten Sie Ihr Stromkosten reduzieren? Da haben Sie ja gesagt, deswegen melde ich mich. Ja, aber wann kriege ich denn Punkte für das Umfrage? Weil ich, sollte ich 416 Punkte kriegen, da warte ich immer noch drauf. Bekommen Sie ja, erstmal musste ich mich ja melden, damit ich das aktualisieren kann. Und dann kriege ich das Punkten? Richtig, genau. Weil ich will unbedingt, die haben so geile Lava-Lampe, das will ich haben bei Premier-Katalogen. Natürlich, bekommen Sie ja auch. Geile so, jetzt kommen Sache. Wir mal zu dem Thema Strom. Da. Sie wollten ja Ihre Stromkosten reduzieren. Was zahlen Sie denn für Strom monatlich? Oh, das sind fast 60 Euro. Blöd, so viel 60? Geld. Da. Für wie viele Personen? 3. Oh, ich guck mal nach, haben Sie auch Gas oder nur Strom? Und wir haben auch Gas, Herd und Heizung. Was zahlen Sie für Gas? Weiß ich jetzt nicht. Ich guck jetzt mal für Strom nach. Moment. Da. Ich will nicht, dass Sie 60 Euro bezahlen. Was ist 60 Euro, mein Gott? Das ist viel Geld für kleine Dimitri. Ja, sind Sie bei Stadtwerke Baden? Ja, richtig. Boah, Moment. Ich muss sagen, Herr Winter, das ist jetzt so, weil Sie jetzt 60 Euro bezahlen, ist es natürlich zu viel. Und weil Sie sowieso zu viele Punkte gewonnen haben und weil Sie auch teilgenommen haben, bekommen Sie Vergünstigung auch nochmal auf die Stromkosten. Ja? Geil. Wir werden Sie dann wechseln, umändern, monatlich auf einen Betrag von 51 Euro für 3-Personen-Haushalt. 51 statt 60? Richtig, genau. Das und dann geil. Haben Sie natürlich 10 Euro Ersparnis für Strom. Das macht im Monat ein Ersparnis von 120 Euro nochmal. In jedem Monat? Blöd, ist das geil. Jeden Monat zahlen Sie 51 Euro für und Strom und dann für 3 Personen. Ja, und dann spare ich jeden Monat 120 Euro. Finde ich gut. Das mag ich. Jährlich sparen Sie 120 also, Euro. Okay. Oh, warte mal kurz. Ich muss meine Katze reinlassen. Das schreit bei Garten. Warte mal. Okay. Entschuldigung, da bin ich wieder. Kein Problem, super. Aber ich kann jetzt das ja nicht wissen, schreien lassen. Natürlich nicht. Jetzt muss ich wissen, was Sie für Gas bezahlen, damit Sie auch Ersparnis für Gas bekommen. Können Sie nachschauen? Ja, warte, ich frage mal meinen Kumpel. Ja, okay. Cash, was zahlst du für Gas, Blier? Warte, wollen wir bezahlen? Für Gas, für Herd und Heizung, wie viel denn bezahlen? Warte, bitte. Der sagt 30 Euro. Okay, Moment, ich guck sofort nach. Sie heizen mit Gas, ne? Und kochen. Über ich kochen, denn andere können alle nicht kochen. Okay. Also und dann gut, immer jammern, jetzt... russische Essen nichts gut, aber der will sein scheiß Inder-Essen haben. Dafür zahlen Sie jetzt 30 Euro? Nee, die essen umsonst, ich nehme doch kein Geld von meinen Freunden. Okay, super. Okay, das gehört sich auch so. Super, machen Sie das. Na klar. Sie zahlen dann für Gas, dann reduziert sich Ihre Gas auf 23 Euro monatlich. Blöd, wie macht ihr das? Bist du Harry Potter? Nein, Sie zahlen bei Ihrem Grundversorger zu viel und das möchten wir ja nicht. Und dann werde ich Ihnen die neue Kosten zukommen lassen, wo Sie weniger zahlen müssen. Das machen ja alle deutsche Mitbürger. Was machen die Mitbürger? Wechseln und damit sie weniger zahlen. Also das müssen das jetzt alle Menschen machen? Damit sie nicht die Erhöhung mitbekommen, ja. Und deswegen melde ich mich ja bei Ihnen, weil Sie jetzt extra Vergünstigung haben. Und Sie sind dann Sie rufen jetzt alle den Bürger an und sagen, du musst ein Wechseln machen. Nein, um Gottes Willen, die beim Gewinnspiel teilgenommen haben natürlich. Ach so, die anderen Arschlöcher müssen weiter teure Strom bezahlen. Nein. Machte nur für die den Gewinnspiel teilgenommen haben, weil sie haben ja natürlich auch eine Belohnung. Das muss ja sein, ne? Ja, das Punkten. So, also, ich werde jetzt die Stromkosten für Sie auf 51 Euro ändern und Gas 23. Ist das in Ordnung? Ja, gibt es Leute, die bei dieser Frage Nein sagen? Ja, leider ja. Wirklich? Was? Einfach, sind die besoffen oder sind die gestört bei Kopf?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt manche Leute, die sagen, ich habe Geld genug, ich möchte weiterzahlen. Dann sagen wir, okay, machen Sie mal ruhig. Oh, da kann man doch viel bessere Sachen mit Geld machen. Ja, nicht jeder ist clever. Das ist richtig, aber Dimitri immer clever. Na, sehen Sie mal. Gut, Herr Winter, was ich jetzt von Ihnen brauche, von Strom und Gas, die Zählernummer. Weiß ich nicht. Auf dem Kasten steht das auf. Auf der Kasten? Wo haben Sie Strom... Genau, Stromkasten und Gaskasten, da steht es drauf. Oh, ja, dann muss ich mal bei Keller gucken. Soll ich da hinlaufen? Okay. Müssen Sie das haben? Ich muss das haben. Ja. Passt es Ihnen, wenn ich mich in 10 Minuten melde, dann schreiben Sie sich das auf für Gas und Strom, und die Zählernummer. Wir haben so richtig Hightech schnurlos Telefon, ich werde Sie mitnehmen. Dabei. Okay, okay. Da gehen wir dann mal hinlaufen. Warte, ich muss mal Papier wir. Mitnehmen. Okay, können und jetzt, muss das Stadtwerk mir das billiger geben, das Preisen. Ich wechsle Sie jetzt zu einem anderen Anbieter, Innogy, und dann muss Stadtwerke Ihnen den Strom weniger zuschicken. Wie heißt das Firma? Innogy. Wie hört sich das? Was ist das? Wo kommt das her? Das ist der deutsche Anbieter, das bekommen Sie ja per Post, da steht das nochmal. Innogy heißt es. Also Innogy. RWE können wir auch sagen. Das habe ich schon mal gehört, aber das ist was anderes, ja, oder? Sie. Nee, RWE ist Innogy. Innogy hat nur Name geändert. Hat RWE Name geändert oder des anderen? RWE hat die Name geändert auf Innogy. Warum denn? Jeder Mensch kannte RWE und jetzt müssen Sie so Wort sagen, das kann man kaum Weil aussprechen. Innogy, ja, Innogy ist größer geworden, also RWE ist jetzt größer geworden. RWE oder Innogy? Die Name geändert. RWE oder Innogy? RWE ist größer geworden, deswegen haben die Namen geändert und haben gesagt, jetzt heißen wir Innogy und werden größer. Das muss ich bei meinem Sohn auch mal machen. Sag, kleine Piotr, jetzt bist du älter geworden, jetzt musst du andere Namen kriegen. Was ist das für Logik? Naja, Menschen und Gesellschaften sind ja nicht das Gleiche, ne? Ja, ist das auch, weil die haben doch jetzt das Landtagwahlen gehabt. Die haben jetzt mehr Punkte bekommen. Muss jetzt CDU auch andere Namen haben? Nee, das nicht. Bleibt. Ah, Blair, das scheiß Kasten abgeschlossen. Warte, jetzt muss ich nochmal hochlaufen. Oh, ich hasse das. Weißt du, musst du einmal um Haus rum, da kannst du bei Keller aufschließen, muss ich zurücklaufen. Aber wenigstens regnet nicht mehr. Vor den ganzen Tag regnen. Mein Gott. Ja, mein Gott. Kommt ja auch vor. Ja, wo ist euer Callcenter? Wo ist das? München. In München. Eigentlich. Und uneigentlich? Warten Sie mal. Eigentlich in München, aber wir sind auch in Hamburg zur Verfügung. Auch in Hamburg? Genau. Ah, Blöd. Aber das ist das Münchner Nummer, von was ihr anruft? Genau, ich bin ja von München. Ich bin von der Filiale von München. Blöd. Sitzt ihr bei München selber direkt? Ja, genau. Das ist geil. Ich bin in 2 Wochen zur Messe bei München. Sollen wir Kaffee trinken? Können wir. Können wir? Wo sollen wir treffen? Ich hab ja Ihre Nummer. Ich kann mich ja nochmal melden. Nee, das Trick von Frauen kenne ich. Die sagen, ja, Big Dick Dimitri, ich melde mich wieder bei dir und dann nie wieder hören. Das klappt nicht. Aber wissen Sie, wenn ich hier die Nummer durchgebe, es wird ja dann, es ist Datenschutz, das darf ich nicht. Sonst kriege ich Ärger vom Chef. Das ist mir. Deswegen kann ich mich nur melden. Ja, warte, dann machen wir, wir machen ganz unterschwelligen Propaganda. Du sagst mir jetzt dein Lieblingszahlen und das ist zufällig so lang wie deine Handynummer. Ach, okay, da komme ich gleich nochmal zu. Ja, was ist Vorwahl? Wie geht Vorwahlen? Also die ersten Zahlen von Lieblingszahlen? 0 und was kommt dann? Was kommt noch 0? Das kann ich jetzt erstmal noch nicht durchgeben. Oh, Babuschka, bitte. Ja. Okay. Sie sind Monat in Hauptstraße 91, ne? Da, warte mal. Rakesh, wo ist der scheiß Schlüssel für das scheiß Dreckkeller? Ja, das muss ich bei Kasten rausnehmen. Wo ist der Kasten? Du kannst das weghängen. Das Kasten. Okay, das hab ich. Hallo? Ja. Kannst du Schlüssel hören? Jetzt können wir gucken. Okay, super. So, wir waren bei des Lieblingsnummer stehen geblieben. Sollen das mache ich gleich. Ja, dann komm. Ich muss erstmal die Unterlagen machen. Ja, und ich muss meine Unterlagen machen. Sie sind Monat in Hauptstraße 91, richtig? Ja, hat sich in letzter Minute nicht geändert. Super.
Und über wen läuft Strom? Über Ihren Namen? Ne, das macht der kleine Inder. Peter Winter? Ne, der Inder. Ich bin Peter. Ach so, wie heißt der denn? Rakesh. Rakesh. Und Nachname? Dalsim. Oh Gott, können Sie buchstabieren? D-H. Mhm. A. Mhm. Ich glaube, dann kommt L. Mhm. Und dann Siem, wie Siemkarte. Rakesh Dals, ja? Dalsim. Dals? Dalsim. Ach so, Dalsim. Wie Sim-Karte. Okay, nur und Rakesh, ohne Karte. Wie wird Rakesh geschrieben? Also wie man das spricht, nur ohne C. R-A? Da? K-E-S-H. Ja, richtig, so schreibt man den. Okay. Warum musst du das wissen? Willst du auch mit ihm Date machen? Nein, okay. Ich muss ja die Unterlagen über seinen Namen machen, deswegen. Musst du dann mit denen weitersprechen? Nee, sie können mir erstmal die Zählernummer durchgeben, da. Dann kann ich ja nochmal nachfragen. Ja, okay. Warte, dann werde ich jetzt das Ding aufschließen, warte. Ah, der scheiß Dreckspinnen da drin, blöd. Ah, ich hasse Spinnen, super. Blöd, magst du Spinnen? Nein. Bad, ich könnte das Kalaschnikow nehmen und drauf schießen. Blöd. Scheiß Dreck. Ah, ich hasse das. Das ist noch schlimmer als da. Blöd. Ist das zu viel dort? Nein, das ist eine riesengroße Spinne, so groß wie ein Hund. Ah, ich hasse. Ah, blöd, ich habe keine Pfefferspray mit. Aber ich kann das, ich habe gute Augen. Sollen wir das aufschreiben? Also, es ist ein Vorstromkasten, ne? Ja, ich soll doch das Nummer geben, ja? Ja, bitte. Das Problem ist, das ändert sich hier immer. Welche sollen wir dann mit Uhrzeit aufschreiben? Weil wir haben jetzt gerade 16.26 Uhr, steht das bei 387. Nein. Wie müssen wir das eben, sehen Sie da eine gelbe Barcode-Nummer, das was sich nicht ändert? Was ist ein Barcode? Ich kenne nicht das Wort. Ein gelber Zettel oben. Sticker. Sticker, okay. Ja, da gelb. Ist das. Ja, die Nummer. Mhm. Aber die ändert sich nicht, ja? Genau. Ja, das ist 49892 411 874, blöd. 874 am Ende. Da. Okay, super. Das war Strom, ne? Das ist Strom gewesen. Das ist auch da, ne? Das habe ich noch nie nachgeguckt. Ich weiß nicht, wo ist das hier? Können wir erstmal das machen? Sonst ich vergessen. Mhm, ja, jetzt hast du das Nummer, jetzt muss ich das andere Nummer haben. Deine Zellernummer. Genau, für ein Gas müssen sie. Ja, ja, aber jetzt habe ich dir meine Nummer gegeben, jetzt musst du mir deine Zellernummer geben von Telefon. Da jetzt kann ich das nicht machen. Erstmal muss ich fertigstellen. Wie heißt du bei Facebook, Blied? Sonja Berg. Ja, sehr gut. Warte mal. Ich werde mal gucken, ob das auch wahr ist. Was hast du für Profilbild? Herr Winter. Da? Ich muss mal kurz weitermachen, weil ich auch Kunden habe. Ja, ich Können bin Kunde. Können Sie mir die Gastzählernummer geben? Ja, warte, das ist, glaube ich, bei anderen Zimmer. Warte mal, werde ich doch hingehen. Okay. Scheiß Tür. Ich glaube, hier ist seit 10 Jahren kein Mensch drinnen gewesen. Aha. Vielleicht ist Strom darum so teuer geworden. Ja, kann auch sein. Ah, scheiß Dreck. So, 47, 811, 429, 894, blöd. 894, ja? 894. Okay, super, das haben wir auch. Da. Super. Wann ist der Herr Dalsim Rakesh geboren, wissen Sie das? Dann frage ich den... Ich weiß, wir haben irgendwann letzten Monat haben wir so eine Geburtstagparty machen, aber das ist so hart eskaliert. Ich weiß gar nichts mehr von des Tag. Soll ich den fragen? Ja, bitte. Ja, warte mal, dann müssen wir wieder dahin laufen. Und jetzt kannst du ja beides Nummer, jetzt kannst du mir anderes Nummer geben.
Es wird gerade aufgezeichnet. Ich kann jetzt nicht, aber gleich, nachhinein. Was wird aufgezeichnet? Die Gespräche. Warum? Aus Datenschutz. Aus Datenschutzgründen darf ich das auch machen? Ich mag deine Stimme. Danke sehr. Danke, okay. Ja, jetzt zufällig, sag mir mal zufällig ein paar Zahlen. Nur irgendwas Zahlen. Erstmal machen wir das mal fertig. Können Sie denen mal fragen, was dein Geburtsdatum ist? Ja, ich muss doch erst dahin laufen. Ich will doch hier nicht Marathonman machen. Ich habe habe doch nicht den Inder mit in den Keller genommen. Ah, okay. Sind Sie Russe? Ich bin Russe, da. Aha. Und Sie? Deutsch. Deutsche, okay. Ja. Mögen Sie Putin? Nein. Nicht. Das war ehrliche Antwort. Meiste Menschen würden jetzt ja sagen, weil die denken, dann macht der Russe Kundschaft bei ihnen. Nein, so bin ich natürlich nicht. Dort gibt viele Menschen, die machen. Warum sie Putin nicht mögen? Vielleicht können wir Änderungen machen. Ich befasse mich nicht mit Politik sozusagen. Ah, aber sie nicht mögen. Magen Sie Merkel? Bitte? Mögen Sie Merkel? Und ich hasse sie, Blair. Ja, sehen Sie. Da, aber ich habe Gründe für Hass. Sie mag Putin nicht, das reicht. Ach so, deswegen. So, warte mal, wo ist Rakesh hingegangen? Ja, Rakesh, komm her, Blair. Du musst jetzt mit der Frau sprechen, ist wegen dem Strom und wegen Candlelight-Dinner bei München. Was willst du machen? Candlelight-Dinner, sprich mit der Frau. Ja, hallo? Hallo, Herr Deissen. Hier ist Maria Rose von Deutscher Energiegesellschaft. Ja. Wir machen jetzt den Strom so günstiger. Statt 60 Euro zahlen Sie 51 Euro. Haben wir mit dem Herrn Winter auch gesprochen. Und für Gas zahlen Sie 23 Euro. Okay. Was ich jetzt von Ihnen brauche, bei mir steht Rakesh Dalsin, das ist auch richtig, ne? Ja. Ihr Geburtsdatum brauche ich einmal. 13.7.71. 13.7.71? Ja, ich glaube, man sagt das so. Keine Ahnung. Also 13. Juli, ne? 7. Juli, richtig. Und ja, welcher Jahr? 7.7. 7.7.77 geboren. Ja, ich kann das nicht Aussprechen machen. Ist kein Problem. Ich mag Inder, ich verstehe auch, was Sie meinen. Oh, warum Sie Inder mögen? Euer Filme und euer Kultur, das gefällt uns. Mögen Sie dann auch Ziege, heilige Ziege? Heilige Ziege? Ja. Nee. Also ich kenne mich damit nicht aus. Aber Sie sagen, Sie das mögen, aber dann doch nichts ich kennen. Ich mag euer Filme das und ist paar Kulturen. Nicht alles. Also alles. Nicht alles, also ich kenne nicht alles. Also möchten Sie vielleicht, weil wir haben das hier Training machen, Ziege kaufen? Ja. Ja? Ja. Okay. Können wir Adresse haben? Ich muss mal erst weitermachen. Ja, sehr gut. Ich schicke Ihnen gleich eine SMS für Strom und Gas. Können Sie mir bitte einmal Ihre Handynummer durchgeben? Sie bekommen 2 SMS gleich. Was werde ich bekommen? 2 SMS. Auf Handy. Ja, können Sie mir das bei E-Mailierung schicken? Ja, kann ich machen. Können Sie mir einmal die E-Mail-Adresse nennen? Ja, und das kann ich da Angebot angucken. Können Sie mir einmal Ihre E-Mail-Adresse geben? Ja, das ist Rakesh. R-A-K-E-C-H, ne? Ne, S-S-S-S. Können Sie nicht... S-S-H oder S-C-H? Ja, das S denn. S-C-H. Ja. Okay. Und dann kommt eine Punkt dann. Mhm. Und dann kommt Kadibirikintikai. Oh Gott. Können Sie mir das buchstabieren? Oh Gott. Ja, ich kann, K. K. H. H. Arik. A. A. R. Mhm. I wie bei Inder. Mhm. D wie Doppel-D. D, ne? Ja. Dora, mhm. Ja, dann kommt P, der P. P. Ja, dann A, das A wieder. A. Ja, dann zweimal L. LL. Ja, dann noch einmal eine A.
A. D. D. O. A. M. N. A. A. T. P. Ne, D. T. Achso, D. T wie das Tauben. T, ja, okay. Ja, at gmail.com. At gmail.com. Also, Rakesh, S-C-H, ja. Ne? Ja. Nee, mit, nee, das andere, was haben Sie sagen? CH. Ja, CH. CH. Okay, und dann KH A R. Was? Das R, R. R, genau. R. Und dann kommt I. In der, ja. Genau, dann D. Ja. P. Ja. P. P. A. Ja. L, L. Ja, 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 ja. A. Ja. D. Mhm. A N. Ja, nee, O N. O N. O N. Ja. O N A T. Ja, können Sie einmal Aussprechung machen? Moment. Also ich sag so: Kari Paladonat. So. Kari Paladonat, ja, richtig. Super. Oh mein Gott, das ist schwer. Ja, aber jetzt, wenn Sie das Kulturelle mögen, dann Sie jetzt ein Wort lernen. So, mögen Sie deutsche Kultur? Ja, natürlich, sonst würde ich nicht hier leben. Ah ja, okay. Soll ich Ihnen sagen, Karita Paladonat, was bedeutet? Ja, bitte. Das ist das den indische Wort für Telefonbetrug. Telefonbetrug? Ja. Aha, das warum E-Mail, haben Sie sowas? Das E-Mail-Adressen für Spam-Werbung. Mhm. Und soll ich Sie jetzt wieder das Dimitri geben? Nee, weil Sie jetzt angesprochen werden, muss ich mit Ihnen reden. Können Sie sich bei Ihrer E-Mail-Adresse einloggen, weil Sie bekommen gleich ein E-Mail von mir. Und was da müssen Sie einmal bestätigen. Muss ich das dann durch Lesung machen? Weil kann ich nichts Deutsch lesen. Noch nicht gut nee, können. Nee. Ich sag Ihnen, was Sie da machen müssen. Können Sie sich einloggen? Ja, muss bei Computer laufen. Und das Dimitri, sagen, soll ich das Telefonnummer aufschreiben? Nee, brauchen Sie nicht. Ich muss jetzt nämlich mit Ihnen sprechen. Loggen Sie sich mal ein beim... Ja, ja, das Dimitri, das wollte von Sie das Nummer haben. Wegen Candlelight-Dinner? Ich muss erstmal weitermachen. Gleich, ja, weil ich muss das fertig bringen. Achso, okay. So, das anklicken machen. Ja. Weil Sie zahlen zu viel Strom und es wird erhöht. Damit das nicht erhöht wird, Sie wollen das teurer machen, denn will ich das nicht haben. Nee, wir wollen das günstiger machen. Oh mein Gott, weil Sie haben gesagt, es wird teurer werden. Es wird teurer werden. Wenn wir das nicht günstiger machen, bekommen Sie Erhöhungen. Also, das wollen wir ja nicht. Also ich muss das jetzt mit Sie machen, sonst muss ich mehr Geld geben. Richtig, genau. Oh, wie viel mehr weil wollen die haben? Statt 60 Euro? Ja. Gucken Sie mal, statt 60 Euro werden Sie dann 51 Euro bezahlen. Aber das ist doch weniger. Sie haben doch gesagt, das wird mehr werden. Wenn Sie nicht wechseln, und wird wenn, es erhöht. Ja, und wenn wir keine Wechselung machen, wie viel wollen die dann haben? 71. Oh mein Gott. Was die immer machen mit dem scheißen Jack Strom. So, wann wird das E-Mail ankommen? Oh ja, sind Sie eingeloggt? Ja. E-Mail schicke ich jetzt raus, das ist so Gas. Moment, gucken Sie mal. Aber haben Sie nicht, Sie doch sagen, dass wir Stromeinsparung machen? Strom und Gas. Und was soll das Gaspreisung machen? Wie viel wird das nehmen? 23 Euro. Und Sie jetzt mir das billigere geben? Genau, also für 23 Euro geben wir das. Weil 30 Euro. Jetzt günstiger werden, weil wir schon 7 Jahre Kunden. Ja, genau. Okay. Nee, nicht deswegen, weil der Herr Winter, der hatte bei einer Gewinnspiel teilgenommen, deswegen haben sie Vergünstigung von uns. Also wir haben Strom gewonnen? Mhm. Ach so, okay. Genau, haben Sie E-Mail bekommen? Ja. In Inoki stehen? Nee, nichts bekommen, das ist nur von Yahoo, von Gmail. Von AOL? Von YouTube? Ja, Moment, guck mal nach. Sind Sie von YouTube? Nee. Okay, dann ist das nicht Ihre E-Mail. Nee. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 1300 Abonnenten bekommen. Ne, das ist nicht von Ihnen. Ach nee, das sind wir nicht. Okay.
Es kann sein, dass ich eine falsche E-Mail, also dass ich da einen Zahndreher habe. Zahle? Nee, wir haben nur Buchstaben und am Ende... Nee, ich meinte Buchstaben. Mhm. Ja, weil an Enden sind ja nur Zahlen. Moment, also... Ich versuch's mal nochmal zu schicken. Was haben Sie aufschreiben bei E-Mailierung? Inogi muss da stehen. Nein, was mein Adressen? Also, ich habe hier Rakesh. Punkt, was Sie mir gesagt haben. Ja, und dann 77 bei Enden? Nee, das haben Sie mir gar nicht gesagt. Sicher. Moment. 77 am Ende? Ja. Moment. Ich habe es jetzt gemacht. Moment. Ich habe es weggeschickt. Gucken Sie mal, ob da was ankommt. Ja, ich warte. Ich werde warten. Mhm. Okay. Was ist da Party bei Sie? Dass Menschen laut schreien? Nee, das Callcenter, alle müssen ja arbeiten. Manche Kunden hören nicht richtig. Achso, es alte, viele alte Menschen? Nee, nicht alte Menschen. Achso, weiß ich. Hängt an Systemen manchmal. Schlechte Verbindung. Ist Computer kaputt? Nee, alles gut. Achso, weil das meine Bruder, das hat Computerfirma. Sonst das kann ich Sie das Nummer geben. Okay. Nee, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Können Sie dann Aufschreibung machen? Nee, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Haben Sie E-Mail bekommen? Nein, ja, warten. Ich werde Sie sagen, wenn das eintreffen. Ich verstehe nicht, warum kein E-Mail reinkommt. Haben Sie Handynummer? Wir haben bei, wie heißt das, bei der Firma geben, weil das runterfallen. Sie haben kein Handy, ja? Nee, jetzt nicht. Hat Peter Handy? Ja. Dann kann ich ja auf seine Nummer schicken, wenn der Peter Handy hat. Ja, warte mal. Komm mal her. Sonst das Nummer jetzt geben. Ha, geil. Gib mir das Kind. Hallo, Devoska. Wieder mal hallo. Wieder mal hallo. Können Sie mir einmal Ihre Handynummer geben, bitte? Ich schicke Ihnen ein SMS raus. Ach, jetzt willst du meine Handynummer haben, aber du kannst mir Daniel nicht geben? Ich schicke Ihnen ein Handy, eine SMS raus, für die, damit wir sie ändern können. Was willst du bei mir ändern? Ich bin perfekt. Strom. Ach, der Strom, der gehört ja nicht zu mir. Willst du mir auch ein Bild von dir schicken? Kannst du mir bitte mal deine Handynummer durchgeben? Kannst du mir bitte deine Handynummer durchgeben? Herr Winter, möchten Sie, dass wir Ihre Stromkosten ändern? Frau Berg, möchten Sie, dass wir Candlelight-Dinner machen? Nee. Dann hast du mich die ganze Zeit angelogen. Du hast auch falsche Namen gesagt. Ist dir gar nicht aufgefallen? Zu Anfang hast du ganz andere Namen gesagt, als das, was du für Facebook gesagt hast. Nee, Sonja Berg und Maria Rosa habe ich gesagt. Ja, so. Hast du zwei Namen? Weil ich verheiratet bin. Ja, richtig. Genau. Das habe ich schon mal gehört bei so Dokumentationen, dass Callcenter immer falsche Namen sagen. Jetzt haben wir Bestätigung. Dankeschön. Hast du auch Vorname geändert bei Hochzeit? Herr Dalsim? Entschuldigung. Nichts, Dalsim liegt vor Lachen am Boden, weil ich dich erkannt habe. Wo haben Sie mich erkannt? Du hast du falsche Namen gesagt, du lügst an von vorne bis hinten. Gott, ey. Das hat damit nichts zu tun, hallo. Hallo. Herr Winter. Ja, du hast auch den Inder angelogen. Ich habe doch bei Lautsprechung hören, der fragt, ja, Strom, haben wir Strom gewonnen, dann hast du ja gesagt. Hören Sie mal, haben Sie nicht gestern am 15.05.2017, 8:11 Uhr, haben Sie nicht bei gewinner.de teilgenommen? Keine Ahnung, da war ich voll besoffen. Wurden Sie die Stromkosten reduzieren, hat man Ihnen gefragt. Sie haben ja gerne angekreuzt. Ja, aber dann... Und statt 60 Euro biete ich Ihnen gerade 51 Euro an. Ja, aber wenn du mir bei Telefon falsche Namen sagst, was ist das für Verhalten? Das ist keine Verhalten. Ja, genau, das ist keine Verhalten für Ehrenmenschen. Genau. Gucken Sie mal, wie Sie mich gerade hier behandeln. Sie verarschen hier Leute. Wer verarscht hier wen? Ich telefoniere mit Ihnen seit einer halben Stunde. Da, das ist richtig. Ja, und das ist nicht fair. Was ist nicht fair? Dass du hier bei Telefon Lügen erzählen? Dass Sie seit einer halben Stunde mit mir hier, also mich hier verarschen. Blöd, ich bin dreimal bei Scheiß Keller gelaufen und du sagst mir falsche Namen am Telefon. Ich versuche Ihnen ja den Stromkosten zu reduzieren. Indem du mir falsche Namen bei Telefon sagst. Wie soll man Vertrauen machen, wenn du lügst bei Telefon? Ich habe zwei Namen. Ja, zwei Namen. Zwei Vornamen, zwei Nachnamen und noch drei andere Namen für andere Leute, die anrufen. Nein.
Sonja Rose ist meine Vorname und Sonja Maria ist meine Vorname und Roseberg ist meine Nachname. Ja. Eine ist Mädchenname, andere ist verheirateter Name. Ja, kann ja sein, ne? Jetzt kommst du schon mit Namen durcheinander. Weißt du, musst du dir so kleine Zettel machen. Sagst du erster Name, zweiter Name. Was möchten Sie die Stromkosten reduzieren oder nicht? Weil ich habe auch andere Kundschaften. Ich bringe dir jetzt bei, wie kannst du russische Akzent machen. Dann kannst du als dritten Name Mascha Putin aufschreiben. Und da kannst du sagen, ja, okay, du heißt Mascha Putin, wenn du hast russische Kunden. Blöd, will sie nicht mit Putin sprechen. Ich habe gewonnen. Aber das ist geile Beispiel. Falsche Namen anlügen, wenn sie haben Leute am Telefon, die entweder alt sind oder sehr jung sind oder die nicht gut Deutsch sprechen. Das ist ihre Maschen. Abzocken, betrügen, lügen, geile Scheiße, für halbe Stunde meine Stimme verschwendet. Aber nee, verschwendet ist nicht, wenn ihr dafür sorgt, dass viele Leute hören, wie das funktioniert, damit viele Leute nicht darauf reinfallen. Dimitri, over and out, ich gehe jetzt wieder bei Keller, geht das Spinne töten.